Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Man hat mich ja letztens mal gefragt, ob ich nicht mal die Inhalte von die Asterix-Hefte erklären kann. Und von daher, dass ich mir noch nicht alle durchgelesen habe, ne? Das sind ja ein Haufen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, ich habe es noch gar nicht alle durchzählt, aber es sind so ein Haufen. Und sobald ich alle Asterix durchgelesen habe, werde ich sie euch präsentieren und auch erklären, um was es darin geht. Ne? Und für den heutigen Kaffeeklatsch habe ich mir jetzt erst einmal gedacht, wir reagieren auf ein Video. Und da sehen wir uns dann gleich. Also bis gleich. So, dann sind wir jetzt bei dem Video, worauf ich mit euch reagieren möchte. Normal habe ich dafür ja ein eigenes Format, wie ihr wisst, das Maxi reagiert. Aber weil ich mir gedacht habe, heute im Kaffeeklatsch am Sonntag werde ich da wieder auf ein Video reagieren. Und zwar 10 ungelöste Verbrechen. Das Video und den Kanal werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken, genauso wie meinen Zweitkanal. Das Video dauert 3 Minuten 23 und ihr könnt mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und jetzt fangen wir an. 3, 2, 1, los. Top 10 heute mit 10 ungelösten Verbrechen. Nummer 10, der Oberkörper in der Themse 2001. In London wurde doch tatsächlich der Kopf- und gliederlose Körper eines 5-jährigen Jungens im Fluss gefunden. Er wurde mit Drogen vollgepumpt, in einem Krankenritual getötet und konnte nicht identifiziert werden. Der Täter wurde bis heute nicht geschnappt. Nummer 9, Antragsbriefe, auch 2001. 5 Menschen wurden durch verschickte Briefe mit Milzbrandsporen in New York und anderen US-Städten getötet, weitere 17 infiziert. Das Ganze geschah nur kurz nach den Anschlägen vom 11. September. Es soll auch Verbindungen gegeben haben, jedoch der einzige Verdächtige begann Selbstmord. Nummer 8, der mysteriöse Bible John, 68-69, ein Serienmörder, der aus der Bibel zitierte, erwürgte 3 schottische Frauen mit ihren Strumpfhosen. Einige glauben, der Täter sei ein Polizist, der geschickt seine Fähigkeiten einsetzt und so unentdeckt bleibt. Nummer 7, der Fall Madeleine McCann 2007. Die 3-jährige britische Madeleine verschwindet aus der Ferienwohnung in Portugal beim Strandurlaub mit ihren Eltern. Es gibt zwar Leute, die glauben, sie gesehen zu haben, aber keine Spur führte bisher zum Erfolg. Also bleibt sie bis heute vermisst. Nummer 6, der Somerton-Mann, 1948. Ein Mann wurde am australischen Somerton Beach an Land gespült. Identität und Todesursache konnten nicht geklärt werden. Einziger Hinweis, in der Hosentasche der Leiche war ein Zettel mit der Aufschrift Tamanchut. Das ist persisch und bedeutet beendet. Nummer 5, John Bennett Ramsey, 96. John Bennett, ein 6-jähriges Mädchen aus Colorado, war Weihnachten plötzlich verschwunden und die Eltern fanden einen Erpresserbrief. Kurz darauf wurde sie tot im Keller gefunden. Die Eltern hatten die Polizei alarmiert, so wurde die Kleine getötet. Doch wie haben die Verbrecher die Leiche unbemerkt in den Keller gebracht? Also das frage ich mich. Nummer 4, Jack the Stripper in den 60ern. Ein brutaler Nachahmer von Jack the Ripper. Er tötete 8 Prostituierte und versteckte ihre nackten Körper überall in London. Viele der Frauen wurden erdrosselt und ohne Zähne gefunden. Die Identität von Jack the Stripper wurde nie geklärt. Nummer 3. In Ciudad Juárez gab es bis zu 4000 Todesopfer zwischen 1993 und 2003. Auch Vergewaltigung und Folter sind an der Tagesordnung. Doch die Behörden sind derart mit Drogenkriegen vor Ort beschäftigt, dass einfach nicht ausreichend ermittelt werden kann. Nummer 2, der Moonlight-Mörder 1946. In Texas wurden damals 8 Menschen angegriffen und 5 getötet. Ein 1,80 Meter großer Mann, der eine weiße Maske mit Augenschlitzen trug, soll der Täter gewesen sein. Nur bei Vollmond wurde er aktiv. Mensch, das ist aber unheimlich. Und die Nummer 1, das Monster mit den 21 Gesichtern in den 80ern. Tokio, der Präsident einer Süßigkeitenfirma wird gekidnappt und die Firma erhält einen Brief, dass Süßigkeiten im Wert von umgerechnet 15 Millionen Euro vergiftet wurden. Der Täter schickte auch weitere Briefe an die Polizei, in der er sich über sie lustig machte. Das und die Tatsache, dass der Täter nicht dingfest gemacht werden konnte, machte den leitenden Ermittler so fertig, dass er Selbstmord begann. Du lieber Gott, 10 ungelöste Verbrechen. Auf Wiedersehen. Ja, das war jetzt das Video, worauf ich reagieren wollte. Und wie gesagt, ich verlinke euch den Kanal und das Video und meinen Zweitkanal in der Videobeschreibung.
Und jetzt blende ich euch hier den Kommentar der Woche ein. Ein Danke für den Kommentar und einen Gruß an dich. Ja, das letzte Video, das hatte einen mordsmäßig schlechten Ton. Das habe ich selber festgestellt, das lag aber an der Kamera. Also das vorletzte. Na? Also nicht das letzte, sondern das vorletzte. Ich zeige euch hier mal einen Ausschnitt. Anfangen mit Rollstuhl und so weiter und so fort. Gut, ich habe Erfahrung mit Rolle und Räder, aber trotzdem, wenn die immer wieder kommen, also letztens waren wieder welche im Livestream und ich muss sagen, da bin ich auch nicht ganz zurechtgekommen mit denen und die war dann auch irgendwo ruhig dann, wie die weitergeschrieben haben und hab dann einfach nichts mehr gesagt und hab gesagt. Ja, also das habt ihr ja selber gehört jetzt, dass der Ton nicht gerade toll war. Ne, da ist wirklich was schief gelaufen, aber das lag an der Kamera, ist mir beim Bearbeiten schon aufgefallen, aber da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist das bloß bei mir so. Aber nee, es war natürlich dann auch bei euch so. Also da habe ich mir dann schon überlegt, eine neue Kamera runter zum Laden habe ich ja dann auch gemacht. Normalerweise filme ich auch mit dem Tablet. Ne? Ich zeige euch mal das Tablet. Ne, also ich habe es jetzt gerade an. Das ist zum Beispiel TikTok, da habe ich Summer of 69 nachgemacht. Kann ich jetzt aber bloß nicht anmachen. Auf jeden Fall ist das Tablet und mit goldener Farbe. Drum hat's. Das hat genau. Das Ganze hat genau 241,90 Euro gekostet. Ne? Habe ich in Amazon bestellt und ich finde die Qualität und der Ton spitze. Ne? Das Tablet Tab A7, das war sie ja schon immer wollte. Da bin ich ganz stolz drauf, dass ich es selber geschafft habe zum Sparen. Und als nächstes habe ich vor, auf ein Licht zu sparen, das der Glenn Gunn auch hat. Der hat so einen Ständer mit dem Licht drauf und ich spare gleich auf beides. Ne? Weil so viel Geld werde ich schon schaffen, wenn ich im Sommer wieder der Oma im Garten helfe, da werde ich schon so viel schaffen. Aber gut, das war's jetzt mit dem Kaffeeklatsch am Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke und wenn ihr da drauf geht, verpasst die neuesten Videos nichts. Meine Social Media Sachen stehen wie immer im Bild und in der Videobeschreibung. Und das Video, worauf ich reagiert habe, steht in der Videobeschreibung. Der Kanal, wo das Video drin ist, steht in der Videobeschreibung. Und mein zweiter Kanal steht in der Videobeschreibung und wo man mir Posten schicken kann. Ansonsten könnt ihr mal den einen oder anderen Kommentar da lassen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Habe die Ehre. Wir sehen uns.